Ob Küchenmesser oder Jagdmesser, ein Messer muss scharf sein. Um Messer zu schärfen, gibt es zahlreiche, teils recht unterschiedliche Methoden. Worauf es letzten Endes ankommt, ist das Ergebnis: eine möglichst dauerhaft scharfe Klinge. Wir geben Ihnen Schärftipps, die Sie ohne großen Aufwand leicht nachvollziehen können. Das ideale Werkzeug zum Schärfen von Messern sind Banksteine. Sie gibt es in unterschiedlichen Körnungen und Härten. Für Messer aus hochlegierten Stählen eignen sich härter gebundene Steine. Die grobkörnigen Legierungsbestandteile wie Chrom und Vanadium in diesen Stählen verlangen nach einem Stein, der sich nicht schnell ausschleift. Messer aus niedriglegierten Kohlenstoffstählen mit hoher Härte lassen sich auf Steinen mit weicher Bindung besser schärfen. Die weiche Bindung gibt die abgenutzten Schleifkörper schneller frei und lässt den Stein wieder gut greifen. Zum Schärfen wird ein relativ grober Stein mit Körnung 500 bis 1000 verwendet. Zum Abziehen dann mehrere feine Steine mit Körnungen von 2000, 4000 bis 8000. Schärfen ist Übungssache. Die Bewegung ist für die meisten erst einmal ungewohnt. Wir zeigen Ihnen beispielhaft zwei Möglichkeiten, die Klinge über den Schärfstein zu führen. Um den Fortschritt beim Schärfen und den richtigen Phasenwinkel leichter zu erkennen, können Sie die Phase vor dem Schärfen mit einem Permanentmarker einfärben. Bei der ersten Schärfbewegung liegt der Bankstein in Blickrichtung vor Ihnen. Die rechte Hand hält das Messer am Griff. Die Finger der linken Hand üben leichten Druck auf die Klinge aus. Das Messer wird mit der Phase auf den Stein aufgelegt, der Griff zeigt vom Stein weg. Ziehen Sie das Messer in einer Bogenbewegung über den Stein. Zur Spitze hin heben Sie den Griff leicht an. Dies geschieht bei längeren Klingen fast von alleine, da der Ellenbogen dem Körper ausweicht. Achten Sie darauf, dass sich die Handgelenke möglichst wenig bewegen. Die Bewegung erfolgt nur aus dem Arm. Nach 10 bis 20 Zügen wechseln Sie die Seite. Nun erfasst die linke den Messergriff und die Finger der rechten Hand üben leichten Druck auf die Klinge aus. Der Bewegungsablauf ist im Grunde der gleiche, nur seitenverkehrt. Achten Sie darauf, dass beim Führen der Klinge die Fingerkuppen keinen Kontakt mit dem Schleifstein haben. Dies kann fast unbemerkt zum schmerzhaften Durchschleifen der Haut führen. Sollte Ihnen das Schärfen mit beiden Händen schwerfallen, können Sie auch mit nur einer Hand das Messer führen. Wir zeigen Ihnen hier beispielhaft das Führen mit der rechten Hand. Die erste Seite wird, wie bereits gezeigt, in einer Bogenbewegung geschärft. Die Schneide zeigt zum Körper. Für das Schärfen der anderen Seite wird der Bankstein nun quergelegt und das Messer in der rechten Hand gedreht. Die Schneide zeigt nun vom Körper weg. Die Finger der linken Hand drücken wieder leicht auf die Klinge. Auch jetzt bleibt das Handgelenk steif. Die Bogenbewegung erfolgt nur aus dem Arm bzw. Körper. Sobald an der gesamten Schneide ein durchgängiger Grat zu spüren ist, können Sie mit dem Abziehen und Polieren beginnen. Die Bewegung beim Abziehen ist die gleiche wie beim Schärfen. Verringern Sie den Druck auf die Klinge mit steigender Körnung. In der Regel reichen nun 10 oder weniger Züge pro Seite. Bei einer Körnung von 2000 bis 4000 fällt der Grat nach kurzer Zeit ab. Nun kann mit dem Polieren der Schärfvorgang abgeschlossen werden. Auf einem feinen Abziehstein mit einer Körnung zwischen 6000 bis 8000 werden nun die Phasen poliert. Das Ergebnis ist eine perfekt geschärfte Klinge. Manche Messer, wie beispielsweise einige Japanmesser, sind nur einseitig geschliffen. Sie weisen auf der Rückseite einen leichten Hohlschliff auf und liegen dort nur in einem kleinen Bereich an der Schneide und am Rücken auf. Beim Schärfen von einseitig geschliffenen Messern ist es besonders wichtig, dass die Schärfsteine plan sind. Richten Sie also Ihre Banksteine vor dem Schärfen einseitig geschliffener Messer ab. Einseitig geschliffene Messer werden nur auf der Phasenseite geschärft. Die Schärfbewegung ist dabei die gleiche wie bei beidseitig geschliffenen Messern, der Phasenwinkel ist jedoch deutlich größer.
Erst beim Abziehen auf dem feinsten Stein wird auch die Rückseite über den Stein geführt. Der Grat fällt spätestens dann ab. Bei Messern mit starker Bogenform oder besonders ausgeformter Spitze ist es ratsam, die Schneide in mehreren Abschnitten zu bearbeiten. Bereiche mit nur wenig Biegung können Sie wie zuvor schärfen und abziehen. Stärker ausgeformte Bereiche, wie beispielsweise die Spitze dieses Jagdmessers, werden dann im Anschluss separat geschärft und dabei die Bewegung der Schneidenform angepasst. Wie gesagt, Schärfen ist Übungssache. Beginnen Sie mit langsamen, kontrollierten Bewegungen. Die Schnelligkeit kommt mit der Zeit und etwas Übung von ganz allein. Für perfekte Ergebnisse erlernen Sie das Schärfen unter professioneller Anleitung in einem Diktum-Schärfkurs.